Boah, ich muss richtig aufdrehen. Ich glaube, ich guck mal eben nach einer... Boah, es ist laut. Menümusik ist super, ne? Ich guck mal eben ganz kurz nach einer, nach einer Ladesituation. Ich würde euch aber mal hier den Screen anlassen. Also jetzt nicht wieder in die Pause schicken, weil die Musik ist ja wohl ein Träumchen. Gebt mir eine Sekunde. Okay, krass, ich brauchte nicht mal eine Sekunde. Es ist einfach ungewöhnlich, dass das Kabel hier ist, wo es sein sollte. Boah, habt ihr Kopfhörer auf? Ihr müsst aufdrehen, Leute. Da, Grador, danke für 2 Monate. Du kannst die Einstellung frei anpassen oder mit einem bestimmten Zufallsseed spielen. Geil ist denn das? Ja, wir machen erstmal das Spiel starten. Drücke oben, wenn du den Ton hörst. Dies dauert etwa 1 Minute. Es könnte jetzt ein bisschen anders sein bei euch. Der Hüpfer und der Sound. Es könnte sein, dass das minimal verzogen ist. Das seht ihr da oben an den Werten. Es kann minimal anders sein, aber ja, muss ja jeder für sich selber einstellen. Leute. Every world has its evils. And when the balance of power is inevitably lost, it's up to the courageous and the wise to restore it. But sometimes, sometimes, they need a little extra help. Boah. Okay, wie geht denn das jetzt? Hey, 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 du. Ich hab gesehen, wie du vom Himmel gefallen bist. Sah schmerzhaft aus. Noch alles dran bei dir? Oh, du bist gar keine Hylianerin? Dann ist das ja alles ganz neu für dich. Ich bin Trill. Schön, dich kennenzulernen. Sieht aus, als wärst du nicht verletzt. Da bin ich erleichtert. Was denn, Listen? Kein Listen machen. Ach so, weil Navi, ja. Ja. Sieht aus, als wärst du nicht verletzt. Da bin ich erleichtert. Aber du kommst in keinem sehr guten Augenblick. In Hyrule gehen seltsame Dinge vor sich. Muss man so laufen oder kann man auch so laufen? Man kann laufen, wie man will. Oh, guck mal, ein Shika-Stein. Spring doch mal dagegen, um ihn zu aktivieren. Dann müsste sich diese Tür öffnen. Guck mal hier. Also er greift automatisch an. Wenn ich jetzt nach unten drücke, greift er automatisch an. Kann ich hier noch irgendwas... Oh, Rupees. Sie. Ja, ja, gut, sie.
Da sind Baumstümpfe im Weg. Wie kommst du da nur vorbei? Ich habe keine zündende Idee. Zündende Idee, ja? Feuer. Wir brauchen Feuer. Da links ist eine Treppe. Geh doch mal da hinauf. Sichtradius erhöht. Ich habe eine Fackel. Super, du hast den Baumstumpf mit der Fackel verbrannt. Aber pass auf, die Items, die hier angezeigt werden, nutzen sich ab und gehen irgendwann kaputt. Pass auf, dieses Monster will dir ans Leder. Und hörst du diese aufwühlende Musik? Wenn Gegner in der Nähe sind, müssen sich alle im Rhythmus der Musik bewegen. So? Beat verpasst, ja. Das Gute ist, dass Monster immer in bestimmten Mustern zur Musik tanzen. Sieh dir ihre Bewegungen gut an, dann kannst du sie besiegen, ohne Schaden zu nehmen. Auch dieses Monster folgt einem simplen Bewegungsmuster. Es bewegt sich jeden zweiten Beat und nimmt immer die Arme hoch, bevor es springt. Kann ich jetzt nicht rennen? Ich versuche gleich mal zu rennen. Der Beat verpasst, okay. Boah, die Mucke! Wow, mit diesem Breitschwert kannst du drei Gegner gleichzeitig besiegen und sogar um die Ecke herum angreifen. Es wird sicher praktisch sein, Monster zu bekämpfen, ohne sich direkt neben sie stellen zu müssen. Puh, die aufwühlende Musik hat aufgehört. Jetzt, wo die Gegner weg sind, nun kannst du dich so schnell oder langsam bewegen, wie du möchtest. Graben, Schaufel. Wow, du kannst aber gut mit der Schaufel umgehen. Und von dieser gruseligen Gruft lässt du dich auch nicht einschüchtern. Sag bloß, sowas ist bei dir zu Hause normal. Ey, mega cool bis jetzt. Nanu, was sind denn das für komische Portale? Da drin sind meine Freunde zu sehen. Wenn irgendwer herausfinden kann, was in Hyrule los ist, dann sind das Link und Zelda. Die Portale scheinen aber nur in eine Richtung zu funktionieren. Möchtest du Link besuchen oder Zelda? Link! Oh! Guckt euch das mal an. Alter, Zelda, bitte. Oh nein, Schnati. Ja, ich hätte es sogar gemacht. Dieses helle Licht sah aus wie das Triforce. Wusste ich doch, dass du jemand ganz Besonderes bist. Danke, dass du Link aufgeweckt hast. Er hat den ganzen Ärger verschlafen. Also bleibe ich erstmal bei ihm und erkläre ihm, wie es um Hyrule steht. Du solltest schauen, wie du nach Hause kommst. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich irgendwann noch einmal. Freundin von Hyrule. Ihr werdet sicher eine Weile zu tun haben. Ich suche so lange nach einem Weg zurück in meine Welt. Man sieht sich. Seit 3,5 Jahren, Mister. Oh! Guck mal, der Link sieht cool aus. Ist mit einer Waffe. Wie sieht's aus? Ich bin froh, dass du aufgewacht bist, Link. Aber während du geschlafen hast, ist in Hyrule einiges vorgefallen. Ich bleibe bei dir, um dir alles Nötige zu erklären. Hier wohnt Link. Also wenn ich jetzt einfach nur... Was hat das denn für ein... Nee, man muss... Wie gut! Du hast den kleinen Schild erhalten. Er wird automatisch Erz zugewiesen und kann nur von Link und der Typin verwendet werden. Halte ihn vor dich, um Geschosse zu reflektieren und Angriffe abzuwehren. Doch Vorsicht, denn dies kostet dich Ausdauer und funktioniert nur in Blickrichtung. Okay, ich brauche erstmal ein Schwert, ne? Da hinten ist ja eins. Oh.
Wenn der letzte Gegner auf einem Bildschirm besiegt wird, lässt er Diamanten fallen. Im Gegensatz zu Rubinen und Schlüsseln gehen Diamanten bei einem Game Over nicht verloren. Du kannst sie in bestimmten Läden einsetzen. Kurzschwert. Ach jetzt? Okay, wenn die Gegner tot sind, ist das mit dem Beat auch egal. Alter, die Mucke. Wie gut ist denn das Spiel? Alter! Vor allem, dass es nicht immer nur dieses Beat-Ding ist, sondern jetzt gerade ist es ja eigentlich Wumpe. Okay, ich müsste irgendwas haben, um da hochzukommen. Kann ich den hochschieben? Herzteil. Wie geil ist denn das? Dies ist dein Inventar. Hier findest du Beschreibungen deiner Items und kannst manche von ihnen den Knöpfen zuweisen. Denen hier. Ey, die Mucke. Dies ist eine Karte. Sie zeigt dir, wo du bist, wo du schon warst, welche Schickersteine du aktiviert hast und mehr. Wenn du bestimmte Amulette findest, bekommst du sogar Informationen zu Gegenden, die du noch nicht besucht hast. Ranglisten? Speedrun-Ranglisten? Muss mal den Chat eben kurz nach unten schieben, es triggert mich. Ich hab's gerade erst gesehen. Wer ist Chris, wer ist T-Ball und wer ist S. Linches? Mega geil. Erinnerst du dich an Octavo, den Musikanten, der dich hat einschlafen lassen? Während du geschlummert hast, hat er den König eingesperrt und sich in Schloss Hyrule verbarrikadiert. Das Siegel kann nur geöffnet werden, wenn du seine 4 Instrumente der Macht besiegst. Link, wir müssen umherreisen, um diese Instrumente zu finden und zu besiegen. Manche Truhen, die wie diese hier, sind versiegelt, bis du alle Gegner auf dem Bildschirm besiegst. Hey, guck mal, ein Schickerstein. Wusstest du, dass du nach einer Niederlage bei jedem Schickerstein zurückkommen kannst, den du aktiviert hast? Mega geil! Nein, Beat verpasst. Oh, ich bin tot. Zerbrechliche Ausrüstungen und Rubine hast du verloren, aber der Rest deiner Items ist noch da. Wow, okay, das ging jetzt sehr schnell. Um in diesem besonderen Laden kannst du deine Diamanten ausgeben, um dich auf deine Rückkehr nach Hyrule vorzubereiten. Okay, brauche ich ja erstmal nicht. Alles klar, jetzt kannst du auswählen, welchen Schickerstein du willst. Aktiviere so viele Schickersteine wie möglich, dann wirst du es viel einfacher haben. Ey, wie geil ist das denn? Wirklich? Die Mucke, der Sound. Oh, Mann. Komm. Warum ist denn jetzt hier wieder ein Gegner? Macht es Sinn, den wieder zu töten? Die Mucke ist ja mal zu gut. Ich will das Huhn nicht töten. Warum dreht er sich nicht? Das mit dem Beat verpassen, das geht halt echt schnell. Oh, nice. Ey, das Spiel ist der Wahnsinn, glaube ich. Todesschädel-Amulett. Du hast das Totenschädel-Amulett erhalten. Minibosse, die du noch nicht besiegt hast, werden nun auf der Karte angezeigt. Öffne die Karte, indem du Steuerkreuz, dann gegebenenfalls L drückst. Alter, das ist der Wahnsinn.
Was passiert, wenn ich den Beat verpasse? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt gerade habe ich keinen Beat mehr, aber die Aktion funktioniert dann nicht. Und in diesem Tümpel, das habe ich gerade nicht verstanden, man sieht es, wenn ich jetzt nach links laufe, jetzt kann ich nicht sofort wieder nach links laufen, sondern die nächste Linkseingabe holt mich erst aus dem Wasser raus. Also es sind immer zwei Schritte in diesem seichten Gewässer, sage ich jetzt mal. Komm, wir graben mal alles weg, hier muss doch irgendwas sein, oder? Finde ich geil gemacht, dass man dann am Ende erforschen kann. Eine Bombe. Könnte da oben drauf, ne? Ich verstehe noch nicht den Sinn, um ehrlich zu sein. Aber gut. Manche Gebiete, wie dieses hier, kannst du nur mit Hilfe eines bestimmten Items durchqueren. Aber auch ansonsten gilt, mit kreativem Item-Einsatz kommst du schneller und sicherer vorwärts. Was waren das? Was waren das für Items? Was habe ich denn für Items? Inventar. Waffenbombe. Okay, da gehe ich unter. Okay, das kann ich nicht reflektieren. Um ehrlich zu sein, weiß ich gerade gar nicht, was das hier macht. Dieser Schalter. Ey, es ist mega gut. Und ich finde super geil, dass man nachdem man hier... Okay, wir gehen mal schnell. Kakariko. Ey, ich dreh durch, das ist zu gut. Das ist doch einfach nur Hammer. Ich habe einen verdächtigen Typen mit einer Laute drüben bei der Gruft gesehen. Was sind das für Sachen? Gegner besiegen, geschützter Sprung. Kein Verschleiß. Gegner besiegen, Heilung. Das klingt sehr gut. Aber ich habe nicht so viele, nicht mal ansatzweise. Ein Ring, der mich heilt, wenn ich einen Gegner besiege. Schikastein, das heißt, ich kann jetzt hierher porten. Ist die Lautstärke so in Ordnung? Spiel und ich? Hast du das gerade gesehen? Aus den Büschen ist eine Biene gekommen und hat mich gestochen. Ich will die Hühner nicht hauen. Unterschätzt nie den Wert einer leeren Flasche. Man kann darin allerlei nützliche Dinge transportieren. Ich habe jemanden vor dem Dorf schlafend auf dem Boden gefunden und hergebracht. Wenn wir nur etwas Hibiskustrank hätten, könnten wir eine Wiederbelebung versuchen. Rupees. Du findest das Spielprinzip kacke, ich find's so großartig. Besitzt du zufällig den Krafthandschuh? Damit kann man angeblich noch viel mehr als nur Felsen hochheben. Willkommen bei der Schießbude von Kakariko. Ein Versuch kostet 20, ja. Triff so viele Ziele wie möglich und drücke A, B, X oder Y, um zu schießen. Wenn du dich gut schlägst, bekommst du einen Preis. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, man kann nur zum Beat loslassen. Okay, das muss man halt erst einmal machen, um es zu verstehen. Ah, okay. Na gut, jetzt habe ich nichts gewonnen. Man muss halt die Taste gedrückt halten und wenn man loslässt, schießt man erst. Ja, die Musik, allein für die Musik braucht man das Spiel. Je länger am Stück du Gegner besiegst, ohne einen Beat zu verpassen oder Schaden zu nehmen, desto mehr Kraft sammelt die Beat-Anzeige. Solange du fehlerfrei spielst, hinterlassen besiegte Gegner mehr Diamanten, deine Ausdauer erholt sich schneller und Gegner lassen wertvollere Beute fallen. Wo geht er denn hin?
Mega geil. Alter, das ist nicht ohne, Leute. Oh, das kann ich nicht reflektieren. Hammer! Es ist so gut. Ein Schlüssel. Oh, jetzt ist alles verkehrt rum. Aber hier kann ich doch bestimmt eine Bombe legen. Alter, ist das geil. Die Musik, Leute. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Was ist mit dieser Kiste los? Geht die kaputt, wenn ich sie runterschiebe vielleicht? Nein, okay. Man brauchte eine Schaufel, die hatte ich zum Glück. Elektrische Angriffe. Schriftrolle der Elektrizität. Weise sie zu, verleiht deinen Angriffen vorübergehend einen Elektrizitätseffekt. Kann nur einmal verwendet werden. Und die Map habe ich... Wo habe ich die? Muss ich immer so machen, okay. Hier sieht man die Mini-Bosse, hier gibt es keinen Shika-Stein. Ey, wie gut ist das? Ja, die laufen immer gerade. Jetzt habe ich den Beat verpasst. Mega geil. Ich dreh durch. Ich finde das so gut, Leute. Es macht Spaß pur, glaubt mir. Was heißt denn das hier? Es ist wirklich so spaßig. Okay, kann ich die rollen? Was heißt das da oben? Wahrscheinlich rückgängig machen, der Knopf. Ach, die rollen. Die rollen dann automatisch. Niedrigeres Tempo? Wer will denn das? Jetzt? Das ist heute rausgekommen, Murphy, vor 30 Minuten. Hast du schon mit dem Prinzen gesprochen? Seitdem es eisig geworden ist, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Alter, wie kann der mich... Es ist aber wirklich schwer. Ich gehe hier erstmal nach unten. Ach, es geht nicht nach unten. Ärgerlich, dass der immer wieder lebt da oben. Weil ich mich jetzt wieder auf den Beat einlassen muss hier. Ach, die Gegner sind immer wieder da. Ja, dann will man aber wirklich nicht sterben.
Es ist nicht ohne. Boah, jetzt ist alles wieder verkehrt rum. Alter, Alter! Dieser Knopf! Boah, das ist echt nicht ohne. Es ist nicht leicht. Vor allem sind das alles Random Maps? Ernsthaft, Nefall? Lasche. Boah, ich brauche Rupees. Rupees sind echt wertvoll. Aber die verliere ich einfach bei einem Tod. Da ist noch eine Truhe. Ernsthaft? Das sind Random Maps? Die haben Seeds? Wie geil ist das denn? Dann sind die Speedruns ja super interessant. Ah, ich bin gleich wieder tot. Also es ist nicht ohne. Da kann ich noch eine Bombe legen. Aber warum ist denn noch ein Gegner? Okay, dann. Ey, es ist super geil. Ich weiß nicht, ob der Rhythmus. Oh, geil, eine Feenquelle. Was ist denn mein Ziel? Die Minibosse alle zu killen? Alter, es ist sauschwer. Man muss halt erst darauf klarkommen. Ja, jetzt bin ich dem ersten Schlag gedodged. Es ist wirklich nicht ohne. Könnt ihr mir aber ein Herzteil holen, ne? Herzcontainer. Ein kompletter Container. Aber das ist gut. Oh ja. Okay, das ist super. Warum ist da jetzt wieder eine Truhe? Ja, man muss ein bisschen wissen, was die für ein Muster haben. So wie der... Diese Typen da, die laufen geradeaus extrem viel. Oh, jetzt muss ich... Ja. Aber dann ist es halt auch schwer, sich richtig zu positionieren. Jetzt habe ich halt wieder keine Rupees, ne? Es ist halt sehr, sehr schwer. Alter, das ist ja... What? Sword of Ditto. Ja, habe ich mit dem Tobi gespielt. Hä, jetzt könnte ich mir wieder einen Herzcontainer holen? Das ist ja mega mächtig, oder? Mit Tutorial halten sie sich gar nicht auf. Nee. Es ist halt... Guck mal, ich wusste jetzt genau, dass der an mir vorbeiläuft. Aber du hast ja manchmal keine andere Wahl. Jetzt schon wieder. Oder kann ich auch Beats aussetzen? Ja, die bewegen sich dann. Okay. Das macht es natürlich einfacher. Ich dachte, der bewegt sich auch nur, wenn ich mich bewege. Ah. Gegner einfrieren. Sowas kann ich auch mal benutzen, ne? Gerade bei diesen Bossen. Okay. Super, du hast jetzt eine neue Waffe. Deine neue Waffe wird automatisch ausgerüstet, aber wusstest du, dass du jederzeit zu einer anderen Waffe zurückwechseln kannst? Drücke einfach, um dein Inventar zu sehen. Da. Glasflegel. Fügt ein Gegner in weitem Umkreis 3 Punkte Schaden zu, während du dich bewegst. Zerbricht, sobald du Schaden nimmst.
Wow. Okay, die muss man von hinten treffen. Mega geil, dass du die ganzen Gegner kennen musst. Also, ich feiere das Spiel so extrem. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet, dass dieses Spiel so cool ist. No Hit Run ab jetzt. Ja, kann man bestimmt machen. Oh, vergiftet. Das ist überragend. Warum ist jetzt der Beat noch da? Da muss ja irgendwo noch ein Gegner sein. Diese Truhe besitzt einen Counter und um sie zu öffnen, musst du alle Gegner besiegen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Also, es macht so einen Bock. 100 Rupees, wow. Die Mucke. Ey. Alter! Der muss da aus dem Wasser rauskommen. Finde ich auch Hearthstone für 25 Euro. Alter, das sind da irgendwelche Verbuddelten. Jetzt sind meine ganzen Rupees weg. Die ganzen Rupees sind weg. Waffe durchdringt. Alter, das ist ja ekelhaft schwer. Für die Switch. Ernsthaft? Man muss darauf klarkommen, dass die Gegner sich auch bewegen, wenn ich mich nicht bewege. Ich kann jetzt hier warten und im richtigen Beat dann tauen. Das war mir am Anfang noch nicht so klar. Ich meine, die Diamanten ist halt, du verlierst nicht alles. Die Diamanten verliert man nicht, also macht jedes Mal, dass du Gegner killst, macht einfach Sinn. Das Wasser ist halt fies, weil ich dann zwei Schritte machen muss. Alter! Ich will doch nur wieder raus aus dem Wasser, aber man hängt fest. Alter, es ist so schwer. Christ. Alter! Wenig Energie, mehr Schaden. Hohe Reichweite. Graben. Itemsicht. Also es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Man muss sich erstmal reinfuchsen. Was heißt denn das da? Die Kugel. Und was ist das für ein Amulett? Zeigt, wo sich Mini... Achso, ja. So, es macht jetzt wieder Sinn, die zu killen. Ja, es war jetzt ein schlechtes Timing, weil der Typ da war. Ey. Ich verstehe noch nicht ganz, warum ich manchmal Schaden bekomme. So, jetzt aber bitte. Weiter. Was ist denn diese Kugel?
Okay, man muss wirklich die Sets der Gegner drauf haben. Man muss wissen, was die machen. Das muss man wissen. Was war das hier für ein Ding? Weiß ich noch nicht. Wer ist besser, ja. Ich verstehe nicht, wenn ich vor einem Gegner stehe, wer da höhere Priorität hat bei dem Angriff, ich oder der Gegner? Was denn hiermit? Nice, okay. Deku-Kern. Was macht man denn damit? Sammle so viele von ihnen wie möglich. Vielleicht gibt es jemanden, der ihn, an ihnen interessiert ist. Ja. Ich bin jetzt erstmal an HP interessiert. Im Laden als Retail-Version? Nein. Okay, so langsam schnallt man's. Da oben ist noch ein so ein Dude. Nice, und dann die Diamanten. Die Bombe ist mir noch nicht so ganz klar, was das soll. Okay, hier hoch war ich noch nicht. Jetzt hätte ich mal wieder hin, wieder einen Schiekerstein. Oh, das ist eine Truhe mit Timer. Na, im Wasser ist halt... Nee, ich kann... Wie soll ich den töten? Sagt es mir. Ich muss ihn ja locken. Aber ich kann den nur locken. Wie soll ich den töten? Ich muss den hier oben hin locken. Boah, Alter. Mit der Krabbelmine. Ja, ich sollte vielleicht mehr Items nutzen. Graben füllt Ausdauer auf. Schade, dass ich die Truhe jetzt nicht habe. Ja, easy geht so. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Leben. Oh, da ist sogar wieder ein Miniboss. Okay, wie geil. Okay, ich brauche den Stein, um da hochzukommen. Wo ist der Miniboss bitte? War nicht so schlau. Mega geil. Ja.
Komm schon. Die Mucke fetzt übel. Hä, noch nicht alle tot? Hä? Die Krabbelmine, die kann da bestimmt hochkrabbeln, oder? Habe ich denn irgendeinen Pfeil oder so? Nee. Die Musik. Julme, die Musik ist doch mega. Das ist jetzt ganz früh. Das geht nicht. Okay, ich brauche irgendwie Pfeile oder so. Oh, ich habe den Ring benutzt. Das ist der Boss. Jetzt sind alle wieder da? Alter, was macht der denn? Der explodiert irgendwie. Man kann sich nur im Takt bewegen, Epix, ja. Ich glaube, ich muss mir... Was ist denn das hier? Reflektiert Geschosse. Ne, leicht ist das Spiel wirklich nicht. Hohe Reichweite. Ich will dafür die Diamanten nicht aufgeben. Na toll. Bis ich da jetzt wieder hinkomme. Obwohl doch, ich hatte doch den Stein, ich Idiot. Ja. Gut, okay, verstehe. Er ist offensichtlich auch gestorben dabei. Ich habe niemals die Rupees irgendwie für was Sinnvolles ausgegeben bis jetzt, ne? Also, wie man den killt, habe ich keine Ahnung. Eigentlich auch jetzt auch nicht so wichtig. Ich hätte jetzt gerne die Truhe. Bin ich doof? Nee, da knallen die Dinge aneinander. Achso, jetzt habe ich ja hier den Beat.
wie kommt man jetzt da rauf, ne? Easy. Ja, respawnt das? Ja. Gleitstiefel über Lücken? Ach krass! Ach krass! Oh, ist das geil! Es ist so gut! Was soll denn das hier? Ich verstehe nicht, warum das überhaupt da ist. Okay, hier ist wieder ein Boss. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay, wie ich jetzt hier rüberkomme. Ich habe ja noch die Gleitstiefel. Oh, sollte nichts wasten hier. Graben. Was? Was war denn das jetzt? Glasschaufel zerbricht, sobald du Schaden nimmst, kann sich allerdings durch erstaunlich harte Hindernisse graben. Also ich glaube halt wirklich, sterben ist halt wirklich schlecht. So, da kann ich eine Bombe legen. Oh. Achte immer auf die Haltbarkeit, ja. Abgenutzte Items solltest du möglichst ersetzen, bevor sie kaputt gehen. Nice! Pegasus-Fußkette. Du hast die Pegasus-Fußkette erhalten. Weise sie auf dem Inventarbildschirm zu. Halte den Knopf ein oder zwei Beats lang gedrückt und lass ihn auf dem folgenden Beat los, um einen Sprintangriff auszuführen. Was gibt's denn hier alles? Alter! Wie geil! Das Spiel ist doch der Hammer, oder nicht? Und was geil ist, es ist alles random. Es ist beim nächsten Mal spielen alles anders aufgebaut. Ey, Sebi, hol es dir einfach. Es kostet 25 Euro. Es macht super Bock. Es macht super krass Bock. Bin ich gleich aber wahrscheinlich RIP. Ich würde gerne mal meinen Sprintangriff ausprobieren. Oh, höheres Tempo. Das ist ja ein geiler Knopf. Das ist ja ein Mega-Knopf. 100 Rupees, wow. Bleibt das jetzt die ganze Zeit höher oder nur auf dem Screen?
wahrscheinlich hier von hinten dann in das Haus. Könnte sein, ne? Nee. Was ist denn hier los? Okay. Ohne ausreichende Ausdauer kannst du keine Spezialtechnik verwenden. Besiege Gegner und deine Ausdauer. Oder du besorgst dir irgendwo ein grünes Elixier. Ah, ich wollte schon sagen, kann ich das die ganze Zeit machen? Ah, hier bin ich jetzt ja RIP. Es ist so ein Spaß. Es ist so gut. Es macht so Bock. Wäre der Heini da oben, würde der sogar mit meinen Gleitstiefeln gehen. Nee, ich komme ja nicht um die Kurve. Moment, wie soll ich da hin? So müsste es doch gehen. Jetzt brauche ich nur den Stein von da hinten. Oh mein Gott. Ich hoffe, er kann halt über die Fässer. Ich habe ja noch die Gleitstiefel. Dann kann ich nur von oben dran, ne? Nice. Hühnchen, könntest du weggehen? Danke. Okay, super geil. Was heißt denn das hier? Müsste mal meine Rubine ausgeben, ne? Alter. Das heißt erstmal Gefahr. Konnte man hier was einkaufen? Grasland, Strand. Ich frag mich halt, ob man, boah, mein Gehirn. Sachen, die man im Shop kaufen kann. Weißt du, der geht jetzt richtig krass durch. Ob die auch kaputt gehen. Okay. Was war denn hier in der Höhle?